Adriana, Celine und Jennifer starten mit viel Motivation und guter Laune Richtung Cuxhaven. Der Weg ist noch weit und die ersten kleineren Probleme tauchen schnell auf. Doch Celine hat zum Glück an eine Karte gedacht. Die drei merken, dass ihr Projekt nicht ganz so leicht wird wie gedacht. Gegenwind erschwert die Fahrt schon nach wenigen Kilometern und die Studentinnen müssen eine Pause einlegen. Auf ihrem Weg fahren sie nicht nur an der Weser entlang, sondern streifen auch einige kleinere Wälder und viele Dörfer. Vor allem zahllose Schafe kreuzen ihren Weg. Da opfert Jenny gerne einige ihrer Möhren. Lemwerder ist ihr erstes Ziel. Dort angekommen legen sie die nächste Pause ein. Denn es liegen noch viele Kilometer vor ihnen und die Kraft muss gut eingeteilt werden. Auf den Weg achten die Frauen jedoch nicht. Sie sind damit beschäftigt, gegen den starken Wind anzukämpfen. Langsam aber sicher schwinden Kraft und Motivation bei allen.